Und wenn wir jetzt im Fahrzeug sind und ich sage, ach, ich mache es mir jetzt hier drin gemütlich, ich möchte einfach das Auto sichern, vorderen Knopf festhalten, bis er einmal vibriert, loslassen, ZV ist zugegangen, Haus und Schloss, ich bin in meiner kleinen sicheren Burg, Fenster sind überwacht, Tür ist vorne überwacht, Seitentür ist überwacht, Kofferräume sind überwacht, also die Garagen. Ja, moin Leute, willkommen auf unserem Kanal. Hier steht ein Karthago aus der C-Serie, aber der Kenner wird schon sehen, der hat den ganz großen Grill drin und die schwarze Leiste hier oben, damit der Wagen noch ein bisschen gezogener wird mit der Scheibe. Das ist der Superior. Das ist der Superior C von Karthago, brandneues Auto 2024 und die Kunden sind heute hier, um sich eine Pandora Camper Pro, eine Dashcam, Wegfahrsperre, Schock, Neigung, Ortung, Telemetrie, also wieder alles einzubauen, was Rang und Namen hat, um mit dem Fahrzeug optimal geschützt auf der Reise zu sein. Ich mache mit euch einen ganz kurzen Rundflug ums Auto, zeige euch so zwei, drei Dinge und wenn euch das Alarmsystem dann noch weiter im Detail interessiert, dann lasst in jedem Fall ein Like da und klickt mal bei uns auf dem Kanal und schaut mal die anderen Videos zu E-Line, ne, Schick Plus C. Wir haben so viele von den Fahrzeugen gemacht. Den Superior zeige ich euch jetzt heute nochmal. Hier steht ein ganz neuer Malibu Karthago auf Ducato 8 Basis. Den haben wir heute auch mit einer Pandora ausgestattet. Der hat eine Camper-Alarmanlage gekriegt. Ja, und jetzt nochmal zum C-Line Superior. So sieht der Wagen von hinten aus. Markantes Heck, wie Karthago das immer macht. Sehr modern, sehr wuchtig. Sehr edel. Die Kamera ist oben integriert, dritte Bremsleuchte, toll beklebt und dann in Silber die Schriftzüge drauf. Was ich nur optisch nicht ganz verstehe, hier ist ja LED-Technik und so weiter. Warum muss hier noch eine Glühlampe drin sitzen? Hier ist auch LED-Technik drin. Das hätte man sicherlich alles einheitlich halten können. Wir gucken mal in die Garage. Ist auch alles niegelnagelneu. Die Technik ist hinten drin. Ist noch eine Dusche, sind schon ein paar Stühle drin, Kurbel. Ja, das, was man so kennt. Ich mache ihn wieder zu. Wir haben hier hinten unseren Sensor eingebaut. Das ist Sensor 9. Wir sind ja bei Pandora auf Sensornummern als Basis sozusagen ausgelegt. Und jeder Fenstersensor hier hat eine eigene Nummer, um zu melden, um zu sagen quasi, hier gibt es ein Problem, Fenster wird aufgemacht. Pandora ist das einzige Alarmsystem, was angeklappte Fenster überwachen kann. Und natürlich wieder die Aufkleber im Fenster, protected by Pandora. Das ist die große Fernbedienung D043 von Pandora. Einmal vorne drücken, tschack, ein Ton, Alarmanlage hat geschärft, alle Zonen sind zu und im Fenster oben ist das RF-Modul aktiviert worden mit dem roten Pandora-Schriftzug. Das ist die 2-Kilometer-Antenne zum Fahrzeug. Hier ist noch eine Folie drauf. Wenn ich hier tiefer reingehe, kann ich mir zum Beispiel die Vitalparameter vom Auto abholen. Ich kann hier Sensorik einstellen, wenn ich das möchte. Das kann ich auch über die Smartphone-App machen. Und hier sehe ich, dass alles verschlossen ist und dass ich den Vollmodus aktiviert habe. Wenn jemand am Fahrzeug jetzt was macht, dann haben wir neben dem RF-Modul eine Dashcam eingebaut. Und die Dashcam löst aus, sobald ein Alarm passiert, weil wir das mit der Pandora zusammen eingebaut haben. Gibt es auch ein extra Video zu. Also, Schlag aufs Auto. Alarmanlage hat gesagt, Achtung, Meldung, Schocksensor, Vorwarnung. Wenn ich hier mehr mache, ich möchte zum Beispiel das Auto aufschließen, weil jemand versucht hier die Tür kaputt zu machen, das heißt Türschloss, Schlagschlüssel hier rein, aufdrehen, Tür aufziehen. In dem Moment sagt die Alarmanlage, danke, Einbruch ins Fahrzeug, Tür, Fahrerseite, Meldung, Anruf. Jetzt geht der ganze Spaß los, ich breche das ab und sage, danke Auto, ich bin da als Besitzer und wir passen auf dich auf. Ja, von drin Ducato 8. Hatten wir heute Morgen schon mit dem Kunden rumgeflaxt. Ich sage ein Karthago und das mit einem Kunststofflenkrad. Da sagte er, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich hatte ja ein Lederlenkrad bestellt. Das muss ich erstmal klären. Ich sage, das ist aber definitiv kein Lederlenkrad, das ist ein Kunststofflenkrad. Große Klimaanlage, kleines Navigationssystem. Ja, Automatik, wie von Karthago typisch. Die Rückfahrkamera hier an der Seite und das kleine Cockpit für den Ducato 8. So, die Kamera, wie man sieht, die Lampen sind angegangen. Die Kamera zeichnet schon auf, weil wir ja einen Alarm hatten. Das könnt ihr natürlich dann alles auswerten. Die kleine Dashcam, die wir einbauen, hat auch gleichzeitig noch ein WLAN mit integriert. Und wir gehen jetzt einmal kurz in den Karthago rein. So,
Wir gehen mal ums Auto. Ich kann drüben auch, wenn ihr möchtet, noch mal kurz die Heckgarage aufmachen. Auf dieser Seite, das ist der kleine Elektrokasten. Man muss dann immer mit beiden Händen hier ziehen. So, immer beide. So, so sehen die aus. Ja, hier ist der kleine Elektrokasten. Haben wir hier noch mal reingeguckt. Markisenkurbel. Hier ist noch eine andere Kurbel wohl zum Radwechsel oder wofür die ist. Kleiner Tank. So, mach ich zu. Superior. Richtig schön edel aufgedruckt. Superior C. Und man sieht, das Fahrzeug ist wirklich niegelnagelneu mit den Felgen. So, wir gehen noch mal rein. Protected by Pandora. Hier das gleiche Thema, ne? Hier was reinschlagen, knacken, kaputt. Oder was ich immer sage, Creme Brûlée Brenner, weil einige ja glauben, sie bauen sich hier so ein Zusatzschloss von Abus oder so ein. Der Dieb macht die Scheibe kaputt, fast rein. Ne? Achso, ich muss die Zentralverriegelung noch aufmachen. Seht ihr, ich habe die Fernbedienung ja in der Tasche. Und hier ist sie. So, ich entschärfe, das war unser letzter Alarm. Zentralverriegelung geöffnet über die Pandora. Ich habe den anderen Schlüssel gar nicht hier. Das, was ich gerade meinte, also wenn hier einer ein Loch reinbrennt, ne, kann man hier reinfassen. Und wenn ihr hier ein Zusatzschloss oder so habt, vergesst das, sichert die Tür entsprechend. Das haben wir jetzt gemacht. Ne? Alles entsprechend gesichert. Aufbautür, Fahrertür. Wenn die also geöffnet wird und ihr seid im Fahrzeug, im Home-Modus gibt es Alarm. Und wenn ihr nicht beim Fahrzeug seid und ich schärfe, dann ist das alles gesichert worden. Die Tür reagiert jetzt auch beim Aufmachen. Wir haben hier noch einen Sensor drin. Ne? Hier ist ja nur so ein kleiner Plastikknubbel. Wenn der zur Seite geschoben wird, könnte man hier reinkommen. Alles Sicherheitsglas. Wenn ich bei der Pandora bin und sage, Besitzer ist wieder da, Alarmanlage entschärfen. Und wenn ich dann nochmal drauf drücke, dann kann ich die Zentralverriegelung öffnen. Zweistufige Entschärfung. Unser Support-Aufkleber im Jahr 24. Barcode drauf. Telefonnummern, dass ihr im Supportfall direkt oder im Fragenfall an uns rankommen könnt. Und ich mache ihn mal zu. Karthago. Ja, unser Sensor hat schon geblitzt, hat er mitgekriegt. Genau, Tür ist offen gewesen, hat einen Zustand verändert. Das ist die CBE-Steuereinheit, ganz klassisch, ne? Die alte Warmwasserheizung. Und wenn wir jetzt im Fahrzeug sind und ich sage, ach, ich mache es mir jetzt hier drin gemütlich, ich möchte einfach das Auto sichern, vorderen Knopf festhalten, bis er einmal vibriert. Loslassen. ZV ist zugegangen. Haus und Schloss. Ich bin in meiner kleinen sicheren Burg. Fenster sind überwacht. Tür ist vorne überwacht. Seitentür ist überwacht. Kofferräume sind überwacht. Also die Garagen. Hier kann keiner mehr was machen. Ihr könnt euch hier drin bewegen. Die ganze Schocksensorik. Alles ist ausgeschaltet. Man kann hier in aller Ruhe schlafen, Fernsehen gucken, lesen, duschen, was auch immer. Und wir schauen noch einmal nach vorne. Alles in wirklich... Ja, hellcreme, absolut edel sieht er von innen aus. Schickes Holz, das können die. Also die Optik ist hier drin sehr, sehr nice gemacht. Ne? Auch hier mit den Formen, Licht. Und wenn ich hier drüben nochmal gucke, auch schick. Der Kühlschrank in dem Ton vorne mit der Blende. Ne? Ganz toll, beidseitig zu öffnen. So, jetzt zeige ich euch nochmal, was passiert. Wenn also der Dieb das Fenster hier oder vorne irgendwie Tür aufmachen würde. In dem Moment, wo der nachts hier am Fenster irgendwie rumhebelt. Hier ist Sensor 6 auf Wache. Ich mache jetzt mal vorsichtig die Klipse auf und ihr werdet sehen, wenn ich das Fenster jetzt öffne. Achtung, fertig. Fenster ist geöffnet. Sensor meldet nach vorne. Alarmanlage hat ausgelöst. Alarm, externer Sensor. Die Blinker sind an. Ich bestätige und sage, danke Auto, hör auf zu rufen. Habe ich mitgekriegt. Die Dashcam hat gerade gesagt, wir zünden, wir nehmen jetzt auf. Aufnahme gestartet. So, das ist eine Pandora, die passt auf euch auf, wenn ihr nachts im Auto schlaft. Was ihr auch machen könnt, ist, ihr könnt einen Panikalarm schicken. Also wenn irgendwas draußen wäre, hier steht einer vor der Tür oder irgendwas und ihr sagt, nee, das gefällt mir nicht. Beide Knöpfe gleichzeitig einmal reindrücken, Alarmanlage an, 30 Sekunden oder über die Smartphone-App, wenn ihr zum Auto kommt, da ist jemand, könnt ihr auch über das Smartphone machen. Home-Modus nochmal einschalten, Alarmanlage hat wieder aktiviert, Sensoren sind scharf und wir können uns wieder drin hier bewegen. Und was ich sagte, Pandora ist das einzige Alarmsystem auf dem Markt, wo auch angeklappte Fenster überwacht werden können. Wenn jetzt jemand versuchen würde, hier nachts reinzuklettern, ihr schlaft hinten schön gemütlich und vorne sagt jemand, ja gut, ich krabbel jetzt hier rein oder ich möchte hier irgendwie reinziehen. In dem Moment, wo das Fenster hier einen Schlag kriegt oder irgendwas passiert, meldet der Sensor sofort nach vorne, sagt ausgelöst, ne? Habt ihr gesehen, angeklapptes Fenster überwacht über die Pandora-Sensoren.
öfter mal die Frage, sollte einer dieser Sensoren leer sein, kriegt ihr eine Meldung, da gibt es eine SMS bei euch aufs Besitzertelefon, da steht dann drin, please replace battery DMS 6. Also bitte im Sensor 6 die Batterie wechseln. Gibt von uns auch ein Video dazu, wie Batterien gewechselt werden. Wir haben wieder die Wegfahrsperre eingebaut. Ich empfehle euch dazu die anderen Videos, dass wir das nicht nochmal jetzt zeigen. Wenn das Auto gestartet wird und die Alarmanlage ist scharf, springt der Motor nicht an. Wenn ihr die Schlüssel geklaut bekommt durch, was weiß ich, Taschendiebstahl, Spindaufbruch, was auch immer, könnt ihr per Anruf die Pandora anrufen und das Fahrzeug stilllegen. Wir haben ein Telemetriesystem über die App, eine Echtzeitortung. Das heißt, ihr könnt in Echtzeit sehen, wo der Wagen gerade ist und könnt darüber dann auch genau gucken, wie schnell er unterwegs war. Sind Türen offen bei dem Fahrzeug? Jede Komponente ist updatebar. Blinkmodul, Schockneigung, Ortung, Telemetrie, ein Störsenderschutzprogramm, Panikalarmfunktion, eine aktive Wegfahrsperre, die Fenstersensoren, die auch angeklappte Fenster oder auf Schlag reagieren können. Ne? Ich kann noch mal scharf machen. Das ist das Beste, was ihr euch an Alarmanlage einbauen könnt. Ein Pandora Camper Alarmsystem. So, ich schärfe das Fahrzeug jetzt noch mal. Die Alarmanlage hat einen kleinen Ton gemacht. Chip. Wenn ich entschärfen würde und mache die Tür auf und vergesse zum Beispiel hier eine Tür zuzumachen, kann ich euch auch mal zeigen. Ich gehe vom Fahrzeug weg und die Aufbautür wäre jetzt offen. Seht ihr hier? Ich drücke drauf. Tick, 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 tick. Achtung, du hast noch eine Tür offen. Ich sage, oh, danke Alarmanlage. Das Gleiche funktioniert natürlich auch mit der Motorhaube in diesem Fall. Das funktioniert auch mit der Garage. Wenn ich jetzt die Garage hier wieder aufziehe, muss ich wieder beide Hände benutzen. Sonst kriegt man die nicht auf. So, ich lasse die Garage offen. Stellt euch vor, ihr werdet auf der Fahrerseite. Seid vielleicht morgens ein bisschen in Zeitdruck auf dem Campingplatz und sagt, so, ich muss jetzt weg. Ihr seht, blinkt. Garage hinten ist offen. Ich drücke auf Schärfen. Tak, 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 tak. Meldung. Kofferraum ist offen. Ja, kann euer Alarmsystem das auch? Das kann nur die Pandora. Ganzen Zonen zeigen, alles abzudaten, einzustellen, bis zur Fernbedienung, bis zum Fenstersensor, wenn wir was optimieren, konfigurieren müssen. Das sind die größten Alarmanlagen am Markt. Nochmal, schärfen. Alarmanlage zugezogen, ein Ton, es ist alles gut. Sensorik misst sich jetzt ein, hatte ich euch gezeigt. Wenn man einen Schlag kriegt, einen stärkeren Schlag, hier fährt jemand gegen, Parkrempler. System löst aus, haben wir auch schon alles gehabt. Hatte sich ein Kunde bedankt und sagte, Mann, das Ding läuft so gut. Er kriegt morgens einen Anruf, Schocksensor, Vollalarm. Ist jemand beim Abbiegen unten ins Auto, in den Kastenwagen reingefahren, 7000 Euro Schaden. Er war ruckzuck bei seinem Auto und konnte das alles dann regeln. Die Polizei ist dazugekommen. Wenn der Dieb sich hier fürs Auto interessiert und sagt, ja, da kann ich ja auch mal ein bisschen dran rumklopfen hier. Ne? Solange der Sensor seinen Magneten hier sieht, kann ja nichts passieren. Wenn der Sensor hier, habt ihr gesehen, auf die Scheibe nur einen Schlag kriegt, hat er schon ausgelöst. In diesem Fall hat der Sensor von der Alarmanlage hinten vom Fenster ausgelöst. Nicht der Schocksensor von der Pandora intern, sondern direkt der Sensor. Also ihr seht, die Sensoren, das gleiche bei der Tür, bei den anderen Fenstern. Wir haben rund um das Auto Empfänger, die mitkriegen, falls am Fahrzeug irgendwas passieren sollte. Schaut euch nochmal die anderen Videos an zu den großen Katagos E-Line etc. Ich habe die Anlage schon so oft erklärt. Wenn euch das interessiert, canforce.de/kontakt oder 04103 70 19 840. In jedem Fall mal unter das Video schreiben, wie ihr den Superior findet, im Vergleich auch zu den anderen Katago-Modellen. Was gefällt euch nicht. Wenn ihr einen Einbau von uns wünscht, wir sind die absoluten Profis, was Alarmanlagen im Bereich Pandora für Wohnmobile angeht, die Nummer 1 in Deutschland, der größte Einbaupartner. Dann nehmt mit uns Kontakt auf 04103 70 19 840. Ihr könnt gerne am Vorabend eines Einbautermins bei uns am Betriebsgelände nächtigen. Und dann besprechen wir morgens mit euch die Konfiguration. Die Kamera nimmt mich jetzt auf, Alarmsystem ist an und das Auto ist maximal gesichert. 04103 70 19 840. Ich bin Sven von Canforce. Wenn euch das interessiert, dann kommt mal mit uns in Kontakt. canforce.de/kontakt 04103 70 19 840. Und am Vorabend bei uns am Gelände schlafen, wenn ihr mögt. Lasst ein Like für die Videos da. Wenn ihr Fragen habt, dann kommt mal auf uns zu. Ich bin Sven von Canforce. Ich blende aus. Habt eine gute Zeit. Ciao.